Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play zu CrossCode, einem neuen Spiel, das noch in der Entwicklung steht und jetzt momentan in der Demo-Version einfach so runterladbar ist. Unten in den Kommentaren ist der Link zum Download und oder ihr könnt es auch im Browser spielen. Und ich möchte noch kurz etwas erzählen über dieses Spiel. Es ist ein Action-Rollenspiel, ein Hack'n'Slay in der nahen Zukunft oder fernen Zukunft, je nachdem. Und ja, beginnen wir doch mal kurz. Beginnen wir mit der Geschichte. Aha. Okay, Pinkton, Pinkton, Pinkton. Ich weiß, dass du mich hörst. Wo ist er? Shizuka, ich muss dich bitten zu gehen. Also haltet ihr ihn hier fest? Was glaubt ihr, was ihr hier tut? Die Zeit ist knapp, wir haben keine andere Wahl. Ihr führt also einen Todkranken und zwingt ihn bis zum letzten Moment zu arbeiten? Ich werde ihn wieder zur Vernunft bringen. Komm, kommt mir nicht in die Quere. Okay, scheinbar, ja, muss sie einen Todkranken irgendwie retten oder... Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also die Steuerung ist mit WASD und schauen wir mit der Maus, oder? Okay, schauen wir mal kurz in Option. Deutsch ist, den Bildschirm wackeln habe ich nicht, habe ich jetzt mal auf schwach gestellt. Geschwindigkeit auf 6, okay. Also scheinbar ist es wie Diablo 2 oder so, Diablo 1 nach der Grafik her. Oder so Super Nintendo. Und HP-Warnung. Okay, da ist die Steuerung. Öffne verlassene Menü, zurück. Pause. Hilfemenü. Shortcut. Ich bespringe Szene mit G. Okay. Also wie heißt der Ringmenü ist R. Lade Spezial Sprint ist alt. Dann kommen hier noch die Modis. Okay. Also machen wir mal H. Okay, H ist momentan nichts. Okay, es ist noch nichts. Okay. Also dann gehen wir hier nach oben. Ein Bildschirm. Okay. Aha. Und scheinbar kommen jetzt Gegner. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht weitergehen lassen. Ach ja, ausweichen, drücke D und rechts, drücke linke Maustaste, linke Maustaste, linke Maustaste, linke Maustaste. Okay, einmal wurde ich getroffen. Oh, aber es ist relativ leicht zum auszuweichen. Ich muss einfach es genug früh machen. So, nächster Bildschirm. Die Grafik ist auch irgendwie so, also mit grauen Gräser und sonst grüne Lianen und so, sieht eigentlich richtig schön aus. Hat so Zukunft. Du weißt, dass er es auch so will. Sicher? Dann würde ich, das würde dir so gefallen. Oder das würde dir gefallen. Du willst scheinbar nicht hören. Es ist ein bisschen schwer zum Lesen. Kälteelementar wie einfallsreich. Hab ich jetzt ausgewählt? Ja. Ich hab's jetzt ausgewählt. Ich hab's weggeklickt. Aber scheinbar kann man das dann irgendwie. Okay, das Kampfsystem ist recht schnell. Schwach gegen Hitze, wie überraschend. Also, das Kampfsystem ist sehr leicht und sehr schnell, das wird mir gefallen. Ich habe nicht so gerne so extrem schwere Bedienungen oder so. Weil ich auch nicht so unbedingt die ganze Zeit irgendwie mich wieder einarbeiten soll, wenn ich mal Pause gemacht habe. Wenn du ihn jetzt störst, wird er alle seine harte Arbeit umsonst gemacht haben. Umsonst? Nicht so schnell bitte, ich muss noch kurz einstellen. Ah, hier kann man es zum Beispiel nochmals lesen. Umsonst, dann tut es nicht und es hätte erst gar nicht geschehen sollen.
Bildschirmtextgeschwindigkeit mal runterstellen. So, zurück. Genau. Ja, momentan ist noch erst kämpfen, keine Items und so. Aber das kommt sicher bei. Okay, das reicht jetzt. Du weißt nicht, wann Schluss ist, oder? Pass genau auf. Aufladen. Drück und halte Space. Okay. Loslassen. Wow. Jetzt beginnt es schon mit den Mega-Effekten à la Crysis oder sonstigen Far Cry 4. Du kannst mir so viele Gegner in den Weg werfen, wie du willst. Die Levelgrenze ist hier nicht gerade auf deiner Seite. Okay, Anspielung auf anderen Action-Rollenspiel. Mit den Levels. Oh, jetzt kommt dann ein Endboss, also ein Boss dieser Stage des Tutorials. Und, na? Aha. Satoshi. Schwester? Was denkst du, was du da machst? Du kannst in deinem Zustand nicht arbeiten. Du solltest dich besser ausruhen. Wieso sollte ich ruhen, wenn meine Zeit ohnehin gekommen ist? Ich muss mein Werk vollenden. Das ist meine letzte Pflicht. Ich habe dir doch von der Abmachung erzählt. Hm? Ich beende es und dann werden sie dich in Ruhe lassen. Nein, ich will das nicht. Hm? Satoshi, hör auf. Es ist vollbracht. Nein. Shizuka, es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass du darin verwickelt wurdest. Hm. Versprech mir bitte, dass du verschwindest. Bitte. Oh, Final Fantasy 3. Oder Castlevania Area of Shadow, genau. Oder Area of Shadow, sorry. So, Crosscode. Ich bin mal gespannt, wie das Game so ist. Also das Kampfsystem ist erste Sahne. Die Grafik ist jetzt gewöhnungsbedürftig, aber es ist eigentlich sehr gut so für ältere gedachte Spiele, also die gerne ältere Spiele wieder spielen wollen und so. Finde ich sie gut. Du bist ja in der Initialisierung erfolgreich. Hä? Hm, ein Problem mit der Sprachsynchronisation? Anscheinend, irgendwas musste ja schief gehen. Aber du verstehst mich richtig? Nickt. Okay, es wird schon irgendwie klappen. Du weißt wahrscheinlich nicht, was vor sich geht. Nickt. In Ordnung, lass uns klein anfangen. Erinnerst du dich an VRP? Virtual Reality Projekt. Ich weiß nicht. Virtual Richard Projekt. Aha. Pelle? Okay, du scheinst dich zu erinnern. Carla, wir sind soweit. Starte bitte die Trainingssequenz. What the fuck? Es wird trainiert. VRP sind deine grundlegendste Werkzeuge. Sie sind quasi die Bälle. Triffst also zuerst alle Roboter mit einem VRP. Also schieß los oder eher wirf. Drück linke Maustaste zum Ziehen, loslassen zum Werfen. Das kann man sogar noch Tennis spielen. Oh. Bravo. Gute Arbeit. Naja, um es sicher zu gehen, lass uns noch mehr Roboter bewerfen, nun mit größerer Distanz. Langweilig. Ich beende das Let's Play. Nein, Scherz. Ist doch gut. Ja, geht mal. Aha, sehe ich's, okay. Eine Anerkennung zu VRPs. Tut mir leid wegen dem Telefon, ich muss nicht abnehmen. Also egal wie weit du wirst, VRPs werden nicht auf den Boden fallen. Also sie fliegen eigentlich unendlich lang. Ja, blöde Säule.
interessant. So, sehr gut. Die Kamera wackelt sogar noch. Okay, als nächstes aktivieren wir den Charge-Mode. Charge-Mode. Aktiviert. Du aktivierst aufgeladene Bälle durch längeres Zielen. Lass uns sofort testen. Okay, muss ich da drüber schießen? Oder? Okay. Der Charge-Mode aktiviert größere Fire-Piece zu den Fire-Piece plant zu dem von. Wie du siehst, kommt da der Name. Und aufgeladene Fire-Piece kannst du dieses Ziel mit dem roten Kreis treffen. Kein Problem, oder? Ab die Textbox sind ein Problem. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Aha, hier. Sieht man ja gar nicht. Jetzt. Gut, genug VRP-Übung. Lass uns dich wieder auf den festen Boden bringen. Carla, wir sind hier fertig. Du kannst die Schwebesequenz beenden. Und jetzt muss ich dieses Programm spielen, um wieder zurückzukommen, oder was? Grüß dich, Kleines. Seid in unserer gemütlichen Frachtraum willkommen. Ich heiße Carla. Schön, dich kennenzulernen. Voll langweilig, Carla ist das. Oh. Du bist wohl schüchtern, was? Es gibt Probleme mit der Sprachsynchronisation. Allerdings versteht sie uns zumindest. Sag bloß, können wir das beheben? Ich weiß es noch nicht. Ich werde einen Blick drauf werfen. Egal, ich bin sicher, wir verstehen uns auch so irgendwie. Wortlose Kommunikation und so. Gut so. Trotzdem, ich würde schon gerne deinen Namen wissen. Sergei, kannst du dir da aushelfen? Sicher, ihr Name ist Lea. Lea? Ein hübscher Name. Na dann, Lea, kann's losgehen? Wir müssen dich für das, was kommt, in Form bringen. Du weißt schon, Bällchen werfen und so. Und ich habe da genau das Richtige für dich vorbereitet. Mir nach. Noch mehr Bällchen werfen, juhu. Speichern. Juhu. Neu. Kann man nicht benennen. Okay. Und, geh einfach durch die Tür, wenn du bereit bist. Nickt. So, und jetzt scheint es hier ein Labyrinth zu geben. Okay, legen wir los. Hä? Dann zieh es zu. Dein Ziel ist es, zur Tür am anderen Ende dieses Raumes zu gelangen. Lass dich von mir nicht stören, ich komme nur mit und passe auf dich auf. Naja, ich könnte dir ein paar Tipps geben, wenn du mich ganz lieb fragst. Okay. Also, ich könnte sie wieder fragen. Also, könnte man hier hoch? Ja. Ach ja, kümmere dich nicht um den Visor. Ich brauche dich nur, um zu sehen, was du hier alles treibst. Okay. Mach dir nichts draus, wir werden es dir später erklären. Also scheinbar muss ich hier drüben hin. Und was ist das? Aha, gut. Da hoch, darüber, darüber. Oh, jetzt bin ich runtergefahren. So, und jetzt... Okay, man kann durchschießen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die kann man kaputt machen. Okay. Ich möchte gerne es selber erfahren. Dann rede ich jetzt nicht mit ihr. Da kann man schießen. Dann mache ich das mal so. Super. Eigentlich recht easy. Und dann schießen. Ja. Okay, und jetzt hier rauf und hier rüber schießen. Das geht noch nicht.
Kann man hier hoch irgendwie? Okay, jetzt weiß ich es wie. So. Gut, weiter geht's. Easy. Wir beginnen jetzt die nächste Übung. Mehr Schalter erwarten dich. Da muss ich kurz lesen. Da komme ich jetzt nicht dran. Magst du ein paar Spiele hören? Ja. Nickt. Tja, irgendwas ist bei diesem Schalter anders richtig. Ich schätze, dass ein einzelner Ball da nicht viel ausrichten kann. Mehr Bälle hingegen. Okay. Aha. Man muss einfach drauf schießen, okay. Das ist jetzt nicht sehr gut sichtbar gewesen, aber auch relativ leicht. Mensch, du bist wirklich ein Naturtalent mit diesen Bällen, Lea. Karl, sie heißen VRP, nicht Bälle. Ach komm schon, niemand nennt sie heute noch so, okay? Traurig, aber wahr. Das reicht nicht. Wir müssen etwas anderes versuchen. Und zwar diese. Ja. Genau, diese Schranke runter machen, die Orange. Und jetzt weiter. Gute Arbeit. Ja, das war's schon für diesen Raum. Es ist ziemlich klein. Oh, vielleicht kommt später noch etwas mehr. Ha, endlich, das hier ist mein Lieblingsraum. Hier kannst du mit den Mausrobot so richtig die Sau rauslassen. Es ist quasi eine Zielübung mit beweglichen Zielen. Viel Spaß. Was hast du gesagt? Hab ich dich abgeschossen? Tut mir leid. Hui. Das ist easy. So. Prima. Hier ist nichts mehr. Kann man hier raus. Genau. Weiter geht's. Ja. Ich frage mich, wo die Gegner sind und diesen Kissen. Nein! Nur weil ich dich abschieße, musst du nicht fragen. Bitte. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay. What? Wir kommen zur Nagelfestung unbezwungen seit Jahrhunderten. Jemand hat hier eindeutig Spaß beim Aufbauen gehabt. Jo. Ah, schön wieder so ein schnelles Spiel zu spielen. Ich mag's. So, es ist aber fertig. Danke. Wow, immer langsam, Mädel. Nur eine kleine Warnung. Hier wirst du auf deinen ersten echten Gegner treffen. Und mit echt meine ich, dass sie dich wirklich angreifen werden. Stell mich nicht falsch, diese Gegner sind sehr schwach, aber dennoch, falls du doch besiegt werden solltest, willst du einfach hier in diesem Raum neu erscheinen. Okay. Das heißt, dass du nicht wirklich in Gefahr bist. Also versohl ihnen ordentlich den Hintern. Ah, einen Moment noch. Lass mich das Dash-Menü aktivieren, bevor wir den Kampf starten. Dash ist essentiell beim Kämpfen. Es hilft dir jederzeit, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Ja, das ist ja das, was ich am Anfang gemacht habe. Du hast ihn gehört. Aber jetzt geh bitte hier rechts rum, um mit dem Versohlen von hinten fortzufahren.
Einer ist tot. Ein kleiner Hinweis, befehl sie mit aufgeladenen Bällen, um ihren Angriff zu unterbrechen. Okay, so ist es easy. Und jetzt die nächste. Verstehe. Ja, das war großartig. Du hast mich nicht übertrieben, Sir Jay. Sie ist wirklich talentiert. Ja, das weckt wirklich Erinnerungen. Mhm. Okay, sie hat das Kämpfen wirklich drauf. Nächster Raum. Hey, Champ, atme mal für eine Sekunde durch. Es wird Zeit, dein Arsenal etwas mehr Schärfe zu geben. Mit Klimmen. Hä? Ich sehe, ich habe deine Aufmerksamkeit, Sir Jay. Bist du soweit? Ja, Virtual Proximity Impact bereit. Nahkampf aktiviert. Klasse, mit diesen... Ja, kannst du schnell mehr Ziel gleichzeitig aus dem Weg rennen. Aber natürlich nur solche, die dir nahe sind. Alles klar? Messerscharfer Verstand, fang erstmal damit an, uns den Weg freizuschlagen, ja? Drücke linke Maustaste nahe Leer im Innen des Kreises, um in Nahkampf anzugreifen. Ja, das ist wahrscheinlich ein. So ein Hieb. Jo. Okay, ich gehe wieder raus. So. Warte nochmal eine Sekunde. Ja, ich weiß, jede ruhige Sekunde ist ein verschwendeter Schlag. Du solltest allerdings wissen, dass deine Schläge genug Kraft haben, um feindliche Angriffe zu unterbrechen. Also kannst du deinen Gegner verprügeln, ohne ihm die Chance zum Konter zu geben. Klingt gut, was? Also schnapp sie dir. Ja. Brauch eigentlich nur einmal mit einem schweren Schlag anzugreifen. Saubere Arbeit. Oh, Nahkampf ist richtig geil. Ruhe auf den billigen Plätzen. Standard-VIP imitiert eigentlich nicht Boxen. Ruhe auf den billigen Plätzen. Und ein weiteres sich für unser furchtloser Gladiator in Lea. Eine boxende Gladiatorin? Die schon angeschlagen sind. Oh. Ich sollte wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Ich weich aus. Die töten mich nochmal. Gut. Großartig, Überzahl ist nicht alles. Ja, ich bin ein bisschen überfordert gewesen. Und du hast die Ziellinie erreicht. Glückwunsch. Im Ernst, Mädel, das ging schnell. Fast so, als ob du die Grundlagen nie vergessen hast. Oh je, du wirst immer noch so fertig von an. Ich denke, es ist langsam Zeit, dass wir die Umstände klären. Darauf kannst du weit wetten, aber lass uns vorher noch eine kurze Pause machen, okay? Ich muss dem Captain noch Bericht erstatten. Er will Lea ebenfalls treffen. Gute Idee, lass Chat lieber nicht zu lange warten. Komm schon, Lea, hier geht's lang. Okay, ist hier was? Die Lampe, ich möchte sie kaputt machen. Mhm. Also das Spiel scheint schon richtig gut zu sein. Ich hoffe, es wird noch besser. Okay, ab auf die Brücke. Ach ja, Lea, keine Sorge, wenn der Captain ein wenig grummelig wirkt. Das ist einfach seine Art. Okay. Oh. Cap, melde mich mit einem Bericht. Nun gut, fahrt fort. Die Anweisung, ein Kinderspiel. Hier ist der Avatar, Lea ist ihr Name. Ei, das Mädel ist schwer zu übersehen. Ich hoffe, du hast mein Schiff mit deinen Hörnern nicht beschädigt. Oh.
Warte, sag bloß nicht, dass du diese Hörner erst jetzt bemerkst, Lea. Nö, ist das langweilig, ich hab Hörner. Ja, auch immer denk daran, deine Unordnung in den Frachträumen zu beseitigen. Jawohl, Cap. Ich hoffe, Searcher ist zufrieden. Ist er anwesend? Yep, lass mich nur schnell dein Headset anschließen. Seid gegrüßt, Chat. Mein alter Freund, lang ist es her. In der Tat, wie ich sehe, schwörst du immer noch auf dein Jetpack. Du weißt, dass ich die Meer nie ohne die alte Betty bereise. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr zwei werdet eure Reise bald fortsetzen. Ein Avatar an Bord bringt Unglück. Natürlich, es wird nur ein kurzer Aufenthalt bleiben. Mensch, Cap, was für eine Begrüßung soll das sein? Ich dachte, wir reden hier mit Chad, dem frühen VRP-Duell-Champion. Tag für Tag Erzählungen von seinen Heldentaten aus der alten Zeit. Wie wär's, wenn du, Lea, wenigstens eine kleine Lehrstunde geben möchtest? Könntest. Ihr wollt mir sagen, diese kleine Girl sei bereit für einen Kampf? Oh, dafür kannst du wetten. Nun gut, wir werden sehen, komm später darauf zurück. Alles klar. Nun denn, wir sind hier fertig. Du kannst der Kleinen das Schiff zeigen, aber mach keinen Unfug. Zu Befehl, Captain. So, Video ist bald zu Ende, das ist der erste Part. Komm, Lea, Zeit für eine etwas frische Luft, okay. Ah, schön Schiff. Willkommen an der Bord der MS Solar. Fische. Oh, sogar ein schickes Schiff, was? Ja. Der Ausblick ist hier schon nett, aber du solltest dir anschauen, was jenseits des Bugs ist. Wir steuern auf Rhombus Square zu. Das macht wirklich was her. Nun, warum gehen wir nicht zu Bug und erklären Lea die Lage? Wenn sie Rhombus Square sieht, wird es verständlich sein, korrekt? Hey, gute Idee, Sergei. Wir machen Lea. So, also, ja, das war's mit dem ersten Part. Die nächsten Parts kommen bald. Und ja, ich bin gespannt, wie das Game sonst noch wird. Also, das Kampfsystem ist jetzt wirklich recht gut. Also, sogar zwei. Ah, das sind nur zum Zielen. Gut. Okay, ich bin gespannt. Noch ein bisschen drehen, ein bisschen Runden drehen. Ja, mal schauen, auf was ich mich spezialisiere. Man kann sich sicher irgendwie spezialisieren. Nahkampf, Fernkampf, Elementar und so etwas. Und hoffentlich gibt es auch bald Items. Und ja. Aber eben, wenn es halt nicht drin ist, dann kommt es später vielleicht. Oder es bleibt so und wird dann halt anders irgendwie spezialisiert. Ich bin mal gespannt. Ich kenne wirklich noch nichts von dem Game. Erst kurz gesehen und runtergeladen und direkt Let's Played. Also, ich bin genauso weit wie ihr. Oder wenn ihr schon weiter seid, natürlich. Und ja, möchtet, könntet ihr mir noch natürlich auch ein bisschen helfen. Und ja. Aber eben kein Muss. Und ja, bin mal gespannt, wie es so ankommt, das Video. Also sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.